So, da sind wir wieder zur Zockerzone spielt. Bionic Commando Rearmed, obwohl stimmt nicht so ganz. Ja, wir haben uns ja da irgendwann ein bisschen dagegen entschieden, das zusammen zu Ende zu spielen, weil es hat sich einfach als zu zeitaufwendig herausgestellt. Ganz klar. Also es ist ja immer so, wir haben ja ein bisschen mehr Aufwand beim Produzieren, wir müssen uns dafür jemanden treffen und bla bla bla. Ja. Und wenn wir dann zusammenkommen, müssen wir im Grunde auch wirklich voll den Kasten kriegen. Und können wir da nicht stundenlang an einem Level spielen, weil das Ding ist, ein Try bis zum Endboss, und wenn man ihn dann nicht schafft, das sind etwa eine halbe Stunde, 35 Minuten. Richtig. Und da jedes Mal unter Umständen den Ton aufzunehmen, aber selbst auch ohne Kommentar, wenn wir es aber nur gespielt hätten, das ist, wie du auch schon gesagt hast, das wäre uns die Zeit einfach zu schade gewesen. Genau, und deswegen hat das Stone sich im Endeffekt bereit erklärt, das letzte Level, oder er musste sogar nochmal ganz hinspielen für den Single. Ja, er musste es noch vorher durchspielen, stimmt. Genau. Und als er dann endlich angekommen ist, hat er sich auch nochmal richtig abgeärgert mit diesem Fucker-Level. Alles, was man bisher sieht, ist der nette Teil des Levels, muss man direkt dazu sagen. Ich den wir auch schon blind zu zweit gespielt haben. Ohne Probleme. Das ist gar kein Problem. Im Grunde wird das Level bloß erst auf Hälfte richtig gemein. Ja. Und da muss man jedes Mal da wieder hinspielen. Also es ist richtig gut. Also es sind im Grunde drei Mini-Levels, die vorher kommen, bevor es dann zum Eingemachten geht. Genau. Und da sehen wir gerade das erste davon. Ich habe jetzt das schwerste genommen, hat man ja vielleicht gesehen. Ich habe die ersten zwei Türen erstmal passiert, weil das Level hier das schwerste von allen ist, und wenn man hier schon versagt, da war schon gleich Abbruch. Dann gleich, bevor man sich die ganze Mühe vorher gemacht hat mit den Sachen, die man sowieso immer schafft, dass man dann ohne viel Zeitverlust abbrechen kann, genau. Wie viele Stunden hattest du nachher in deiner letzten Aufnahmesitzung dran gesessen? Waren sechs oder so, stand glaube ich in der SMS, ne? Ja. Kam nämlich irgendwann morgens in der SMS vom Stone. Alter! Sechs Stunden bei Yordek! Mit der voll ausgerastet, ist dann durch! Weil, Fraps macht's nicht einfacher. Also, das ist ja, ich hab's ja gesagt vorher, ne, 120 bis 150 FPS und den Dreh so, hab ich ohne Fraps. Und sobald ich aufnehme, sind es auf einmal unerklärliche 30 bis 40, was bei einigen Spielen immer noch gut wäre, aber hier bei Bionic aus irgendeinem Grunde richtig, richtig reinzimmert. Und, ja, der Grund ist, warum ich auch sechs Stunden mit dem Spiel verbracht habe, weil ich dachte mir dann einfach, okay, wenn ich mich schon in den letzten Level stelle, dann kann ich mich vorher auch ein bisschen ausrüsten und halt noch ein paar Secrets einsammeln, die wir so in unserem Koop-Walkthrough oder Playthrough haben wir das gar nicht gemacht. Oder haben wir auch nicht die Zeit gehabt und auch die Secrets, ich habe es auch nachgelesen online. Ja, ja. Also ich habe die nicht alle selbst gefunden. Aber um das halt ein bisschen leichter zu machen, die am Ende zum Beispiel diesen Doppelschuss, den man jetzt schon seit ein Weilchen sieht bei dem Vector-Gun, der ist ganz praktisch gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Und du hast ja auch immer noch davor noch ein paar Leben gefarmt, ne? Vor jeder Folge habe ich mindestens zwei Trucks auf der Karte gefarmt und eventuell noch einen dritten manchmal. So, damit ich hier schon mit einigen Leben reinkomme, weil die wird man, wie man auch später noch sehen kann, bitter benötigen. Bis jetzt ist ja alles einfach nur Filler. Aber ja, das ist halt das, was das ausmacht. Also wenn es immer nur das Schwere gewesen wäre, wäre ich super zufrieden gewesen. Wenn man nicht vorher immer war, das sind 8 bis 9 Minuten das Bullcrap. Das ging uns nachher, wie oft wir dieses Level jetzt erst im Monat auch schon zusammengespielt haben und modelliert haben und so. Und irgendwann, jetzt ist die Galle hochgekommen. Genau. Oh, weil es ist halt auch, was denn gleich nach diesen drei Türen kommt, ist halt so mies. Da hat man seine, selbst wenn man mit vollem Leben, wir kamen dann immer mit drei Leben an. Hast du den coolen Sprung gerade gesehen? Schlecht. Das war völlig unabsichtlich. Da hat es meist keine 2 Minuten gedauert, da waren alle unsere Leben dann im nächsten Abschnitt weg. Und ja. Für den Arsch. Für den und dann Arsch. Kommt noch ein Endboss, der für sich nochmal einfach eine richtige Herausforderung ist. Vielleicht. Ja. Ja, also ich bin richtig froh, dass du es jetzt abgeschlossen hast. Hier, wir laden das jetzt nur hoch, so damit die Leute, die wirklich auch Spaß am Spiel haben, die damit sich mal zu Ende sehen können. Außerdem will ich auch meine Tortur dokumentiert sehen. Ja, auf jeden Fall. Aber wiederum, wäre uns ein Video egal gewesen, denn hättest du diese Tortur ja nicht nochmal geben müssen. Ich hätte es wahrscheinlich so nochmal versucht. Weil ich glaube, ich hab's nie auf dem Schwierigkeitsgrad durchgespielt, weil ich kann mich, kannst du mir vielleicht gleich nochmal drauf ansprechen, bevor ich jetzt vorgreife, bevor wir von Sachen erzählen, die wir noch gar nicht, die Kollegen, sag ich schon, unsere Zuschauer noch gar nicht nachvollziehen können. Ich hasse, diese Teile hasse ich wie die Pest, ey. Die sind so langweilig. Und die kommen auch so schnell wieder. Man unterschätzt sie manchmal. Da verliert man mal sein Hemd oder seine Hose. Man sieht sie ja auch nicht so richtig toll. Nee. Aber lässt sich jetzt hier. Ja, ja, und dann hast du Sack! BOOM! Okay, bis hier ist also wirklich sehr schön. Ja, bis hier ist auch alles nicht so schwer, wie ihr sehen könnt.
obwohl das Level von vorher, das kann unter Umständen auch ja, mal ja. Probleme bereiten. Da sind wir nicht drauf eingegangen, unten, wo dieses Chaos war mit den Kanonen oben. Mhm. Das hat mir in einigen der ersten Versuche auch immer wieder Probleme bereitet. Aber diese Vectorgun hilft auf jeden Fall. Der zweite Strahl ist super lässig. Ja, da kriegen wir ja schon einige Winkel wieder. Ja. Ich habe auch ein Granaten-Update aufgesammelt, wo man jetzt zwei Granaten gleichzeitig schmeißen kann. Cool. Ich habe eigentlich für alles Upgrades eingesammelt, weil dann hatte ich auch immer ein bisschen Spaß dran auch. Diese Special-Räume, weil ein paar von diesen Special-Räumen, wo man die Upgrades findet, sind richtig cool versteckt und sind auch mit einer einigermaßen coolen Grapple-Challenge verbunden. Okay. Dass es aber wirklich Spaß macht, diese Teile zu sammeln. Ich hatte immer bislang, ist irgendwie mal 1000 Try, irgendwann hatte ich immer Probleme mit den Waffen-Cycles. Das ist aber so auch konterintuitiv ja. Teilweise. Oh je. Yay! Ja, also da lasse ich mich auch nicht lumpen. Ich weiß noch, in einer der ersten Folgen habe ich dich immer ein bisschen, nur aus Spaß natürlich, ein bisschen gedingt. Ja, weil es die einfache Variante ist. Ja, aber man wird ja penalisiert, dass man im Grunde kein Item bekommt, aber die Typen, die aus diesen Türen spawnen, die geben mir ja sowieso nie ein Item. Ja. Die sind ja also kein Helfen, was immer das Blaue sein mag, also irgendwie Punkte halt. Ja, wohl, meine Punktezahl ja auch gar nicht so aktiv im Game sieht, oder? Es gibt einen, aber im Game sieht man sie nicht, aber es gibt wohl eine. Ja, und jetzt. Gott. Die leichteste Tür, richtig, wo wir jetzt im Grunde den Stampfer aktivieren, beziehungsweise, ja, weil der, wir haben jetzt im Grunde in diesen drei Unterlevels, haben wir immer wieder im Grunde einen Hebel betätigt, der uns dann nachher das Weiterkommen ermöglicht. In diesem Fall ist es jetzt... Und das müsst ihr euch schon mal reinziehen, weißt du, diesen ganzen Part, alles was wir bisher jetzt gesehen haben, ja. Wo das Stone Temple auch wirklich straight durchmarschiert, das muss man jedes Mal nochmal spielen, um überhaupt erst zu der Stelle zu kommen, die quasi unschaffbar schwer scheint. Ja. Und die man halt ganz oft üben muss, weißt du? Richtig. Und das ist einfach nur mies. Also ich kann mich da immer noch mal aufregen. Das ist unglaublich demotivierend. Ja. Wenn du da wirklich 8, 9, 10 Minuten diesen Bullcrap jedes Mal wieder machst und das Problem ist, dann schafft man den immer besser und okay, denkt sich, okay, jetzt machen wir den fehlerfrei durch, bis wir dann zum Endboss kommen oder zu der Plattformstelle erstmal, an der wir dann in der Regel gescheitert sind. Und dann scheitert man da wieder und dann will man das schnell durch. Und dann verliert man auf einmal genau, Elf oder Leben oder so. Wegen so einem Bullcrap, da muss man es nochmal machen. Ja, und oh je. Also, ich wüsste nicht, ob ich mich alleine motiviert hätte. Also, ich finde es echt gut, dass du es gemacht hast. Echt, also sehr schön. Wieder eins weg. Ich hatte auch nichts zu zocken, um ehrlich zu sein. Brotherhood ist durch. Jetzt spiele ich halt Crysis 2. Mhm. Aber wo ich jetzt auch langsam doch ein bisschen mehr Gefallen dran finde, als ich es anfangs befürchtet hatte. Also... Aber zurück zu Bionic Commando! Ja, jetzt gleich geschafft hier der Scheiß. Ja, leider auch schon hier wieder ein bisschen Health verloren, also müssen wir... Ich weiß gar nicht jetzt mehr, wie das jetzt abläuft, ob ich das Leben... Wie lange ich das Leben hier bewahren werde. Aber auf jeden Fall findet man wieder eins, man findet auch später noch mal eins. Genau, bei den Chong-Geschichten am Ende da, ne? Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Ja, also jetzt, das ist die ganz, ganz tolle Stelle. Macht keinen Spaß. Und da komme ich auch zu dem Punkt, wo ich sage, habe ich das wirklich auf dem Schwierigkeitsgrad damals durchgespielt? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, hier so viele Waffen oder überhaupt Waffen gesehen zu haben. Der Trick an der Sache ist, hier sind halt überall diese Plattformen, die immer zuklappen. Und das heißt natürlich, wenn man gerade an so einer Plattform hängt, ja, genau, und dieses Areal ist groß. Es ist wirklich groß. Man muss nach links rüber, dann muss man höher, nach rechts rüber und höher und das höher. Gut ist, da werde ich einen guten Eindruck verschaffen können, oder die Leute werden sich einen sehr guten Eindruck davon bilden können, weil wir werden uns ein Weilchen in diesem Level aufhalten. Ich glaube, das war fast der größte Teil des Videos ist hier. Einfach gucken, was passiert. Ja. Aber es ist halt echt eine schwere... Ja, das ist... Eine knifflige Stelle. Das war echt gut, dass wir mit dem... Also wir haben ja die Leben gemeinsam gefarmt. Nee. Hätten wir es auch nie wieder geschafft, wenn du alleine... Und hätten wir machen müssen. Zweit halt ja auch noch so richtig behindert ist. Ich sag jetzt auch, ich bin ja auch mal dahinter. Tut mir leid. Ja, echt, ey, du Sack. Bevor der Herr Tutorial ein Informationsvideo über dich macht. Worauf wollte ich hinaus? Genau, wir kein Leben gemeinsam gefahren. Genau, was richtig blöd halt war, wenn man zum Zweiten rumgeschwungen ist, hat man sich ja schnell voneinander wieder distanziert. Und dann, auf einmal kam der Splitscreen. Und dann war, also Unübersichtlichkeit
Perfekt. Richtig. Also man sah gar nichts mehr. Also man war. Man ist mitten im Sprung, der andere fällt in dem Moment vielleicht gerade runter. Genau. Der Splitscreen kommt auf einmal angebumst, was ja eigentlich ein sehr gutes. Ist ja super gemacht. Man kann man auch ausschalten. Dann noch bekommen hier. Yeah, man! Yeah, oh. Come on! Da habe ich mich auch gefragt. Ich auch was hast du mit? Der war schon so schön oben, ne? Und, aber immerhin überlebt. Die Waffen sind weg. Das ist schon mal gut. Ja, genau. Man ist gerade mitten im Schwung, muss am besten noch schnell reagieren. Der andere fällt runter, der Blitzscreen kommt und man kann gar nicht mehr reagieren. Beide sind tot. Beide. Zwei Leben haben weg. Das war meist das Ende. Also, ey, und dann, ja, dann heißt es wieder, die kleinen Räume machen. Das hat nicht so fallen. Die Klappen brauchen einer Geschwindigkeit und auch so gibt es immer diese festen Stege, aber da sind ja immer die Gegner auch positioniert. Und die Farbe, Farbgebung ist ja auch fies, finde ich. Ja, alles so dunkel und grau. Und grau. Und nein, Hilfe! Fang nicht! Und hier mache ich einen Fehler. Nein! Ja, doch! Ich hätte natürlich nach oben rechts grabben müssen. Ja, aber ich dachte, ich hätte es gemacht, aber ich habe scheinbar doch dann zu sehr nach oben gedrückt, obwohl ich schon mit unserem tollen, präzisen Professional PlayStation Pad spiele. Genau, mit dem richtigen Kreuz, genau. Oh. Wobei ich ja, was den allgemeinen Controller angeht, so langsam in deine Xbox-Lager übergehe, aber nur langsam. Also das Pendel schwingt so langsam in deine Richtung, aber... Was sagt ihr im Grundwerk dazu? Also ich bin ja auch ein absoluter PlayStation-Controller-Fanboy, aber jetzt so in den letzten zwei Jahren hat sich das doch ganz klar davon wegbewegt. Also ich spiele doch lieber mit dem Xbox-Pad, weil da einfach die Anordnung von dem Analogstick oben links viel geiler finde und ich den Trigger halt viel lieber mag als das L1, beziehungsweise L2, R2 beim Laserpad. Ja. Was halt scheiße ist, ist halt wirklich das Vitalkreuz beim Xbox-Pad ist wirklich für den Arsch. Was sie ja doch braucht halt, man braucht es selten, meistens benutzt man so Menüs. Oder um eine Waffe auszuwählen oder so, dafür reicht das auch allerhand. Aber halt bei solchen Spielen wie Bionic oder so, ist es halt Hölle. Und mit Analogstick kann man sowas nicht spielen. Und es gibt eben noch einen zweiten Punkt, der fürs Xbox-Pad spricht. Du meintest, du hast glaube ich gerade die L- und RT-Buttons angesprochen. Die haben halt so wie so eine... genau, wie so ein Abzug bei einer Knarre. Ist der halt gebogen, sodass man da einen guten Griff hat. Und als ich Wim zu Besuch war und wir dann Boxen gespielt haben, dieses neue Fight Night Champions, oder Champions ist es, glaube ich, ziemlich geiles Spiel, muss ich sagen, haben wir viele Stunden mit verbracht und uns die Fresse verdroschen. Und da musst du halt musst du dir ab und zu halt mal L1 und R1 gleichzeitig drücken. Und dann ist es schon knifflig und wenn man dann hinten abrutscht und diese Trigger, die gehen auch so tief, die gehen so tief bei der PlayStation, das ist schon fast ein bisschen übertrieben beim PlayStation-Pad. Die haben einen längeren Weg, deutlich längeren Weg als auf der auf dem Xbox-Pad. Und dann noch ohne diese Windung, die sind sogar noch in die. Nein! Die sind sogar noch. Die sind nicht nur nicht gewunden, die sind gewunden, aber in die falsche Richtung. Das heißt, die glätten sich nach vorne hin ab. Richtig. Dass du also noch eher abrutschst. Genau. Und das ist halt echt. Das ist mir noch schlimmer aufgefallen, ist der Stick an sich. Und was ich ganz geil finde, war. Bei den Xbox 6 selber, beim Analog 6, dass die halt auch noch auch so eine Mulde haben. Die haben dass man den Finger da so richtig vertieft, so beim PlayStation Pad da liegt man ja nur oben im Grunde auf diesen Kuppeln auf. Selbe Schema wie bei dem bei den LT und RT. Die sind wieder so Konkav oder Konvex, ich weiß, eins von beiden. Keine Frage, ist ein großartiger Controller. PlayStation 1 Controller, als der damals rauskam, ohne die Analogsticks, war revolutionär, als dann die Analogsticks dazu kamen, auch super geil. Das war damals ja noch der DualShock Controller, war doch der ganz richtig erste mit dem PlayStation 2 kam. Und aber so mache ich Xbox Pad lieber. So, wir haben auch lange genug über geschnackt. Wie seht ihr das? Was ist euer liebster Controller? Oder sagt der Controller, geht mir so gar nicht von nur Maus und Tastatur? Oder schwört ihr auf euren Zytec-Controller? Warum dissen wir... Nein, da habe ich vergessen, die Kanone kaputt zu schießen. Ich glaube, das erste Mal, was wir auf Kamera... Schau mal, hier, das sind... Zytec-Dissen. Ja, okay, stimmt. Man muss diese Kanone da oben echt wegholzen, weil die ist so nah dran. Und da muss man sich genau an diesen Pixel hängen, weil sonst kriegt man die da oben rechts nicht. Oder zumindest habe ich es nicht anders bekommen. Ist aber auch... Diese Plattformen, die sind auch so schmal und klein und man sieht das auch kaum. Ich hatte das... Kennst du diesen Effekt, dass du halt deine Stellen hast in dem Level, wo du richtig Probleme hast und Stellen, die leicht sind? Und dann wirst du immer besser bei den Stellen, die schwer sind. Auf einmal schaffst du die schweren Stellen. Und dann schlampt man bei den... Und die leichten Stellen werden auf einmal... Auf einmal macht man sich Gedanken, wie habe ich das immer gemacht? Achso, du wolltest... Nee, das war geplant. Alleine, ich wusste, dass es gut ausgeht. Wieso? Nee, ich kann ja immer noch schneller. Am Ende, es gibt ein Happy End, so viel kann man sagen. Auf dem Leben, okay. Dann, genau, meine Zwischenmeldung. Hast aber fleißig Leben gefahren, alter Schild. Ja. Anders braucht man es gar nicht zu versuchen, ey. Nee, das sind 10 Levels, 10 Leben hatten wir. Nee, das. Ich glaube, ich habe. Nee, ich war mit 7 Leben drin.
Drei vorher gefarmt und eins gefunden. Ich glaube, ich bin glaube ich, zweimal runtergefallen. Zwei oder dreimal. Ja, völlig rumpel. Kann ich gar nicht mehr so genau sagen. So, aber endlich sehe ich was Neues. Ja. Ich weiß auch nicht, was da los war. Irgendwas hat man hingetrimmelt oder irgendwas war. Ich bin erstmal stehen geblieben. Und dann nervt mich jetzt hier auch schon voll ab. Oh, noch eine Granate und jetzt. Endlich. Ja, man kämpft jetzt, da sieht man ja gleich ein bisschen zu ballern. Hier kommt auch die Vector-Gun wieder gut und. Das glaube ich jetzt auch wieder so ein Spielabschnitt, der zu zweit wieder richtig Bock hätte, wo ich auch auf jeden Fall angab bei den. Die Plattform in der Kraft. Genau. Ja, einfach nur mit. Wenn das gleich am Anfang des Levels kommt, okay, ist das kein Thema, dann übt man das halt, irgendwann kann man das. Mhm. Und dann geht's weiter mit dem Level. Dann kannst du meinetwegen danach auch noch wieder lang sein, das ist nicht egal. Aber man kann nicht irgendwie nach 10 Minuten erst loslegen. Ja, genau, das ist einfach. Da zwischen den Checkpoints. Genau, wenn dann Checkpoint oder, ne, aber. Nee, ist halt sehr oldschool, ne? Ja, hier sieht man mal das Problem, was ich hatte mit den Traps. Er nimmt manchmal die Eingaben nicht, wenn man zu schnell unterwegs ist. Ich hab da vorhin schon versucht, eine schnelle Granate zu werfen, aber irgendwie. Ah. Ja, aber man kann sich immer gut davon bei dem. Aber hör mal auf mit schneller Granate, dann würde ich an einen Singleplayer-Bossfight denken mit dem General. Oh ja! Dann haben wir das Song gerade dabei, der hat langsam Richtung letztes Level zu spielen im Singleplayer. Und, ja, weißt du noch, wie Level das war? Kann man. Ich weiß nicht, die sind ja immer nicht. Ja, die Elf, vielleicht war es sogar die Elf. Oder, ich war es sogar Elf. Ich kann das nicht sagen. Auf jeden Fall ist es der zweite Kampf gegen den General. Der zweite Bossfight hier bei der Bionic Commando Rearmed. Der ging zum zweiten ja recht cool, weil der irgendwie links da so mit Gegnern rumgerutschelt hat. Du hast getankt im Grunde und genau, bin auf den. Genau, du bist rüber und hast den glatt gemacht. Ach, hier, super. Kommandogranate. Bam, Alter. Aber das klappte alleine irgendwie nicht so. Da sind dann unten 10 Gegner gewesen, haben alle diagonal nach oben geschossen, wie nichts Gutes. Wie schnell du das Level auf Maschine gespielt hast. Das Level hatte nachher keine 3 Minuten mehr gebraucht, bis du wieder mit vollem Leben und da wieder beim Boss standst. Das wollte ich aber nicht sein. Und nachher die perfekte Granate. Ja. Yep. Und das in deinem Beisein. Ja, Mann. Das hat gepasst, Mann. Ach, daraufhin hat der Bro so mit den Kurs bekommen. Nee, das war beim Bayern-Spiel. Beim 1-0 in der 78. Echt? Minute, für Bayern war der Kurs? Ja. Für das Robbentor. Ach, da gab's so ein klassisches Half-Half. Ja, ganz klassisch. Dieses Level nimmt aber auch gar kein Ende, alter Schwede. Okay, aber so langsam kommen wir in Richtung Endboss. Endboss mit, fragwürdige Geschichte. Aber hier sieht man nochmal, warum diese Vector-Gun hier echt so geil ist. Die räumt einfach alles mal weg. Die zweite Ausbaustufe da, die ist echt cool. Ja, vor allem mit der zweiten Ausbaustufe, genau. Ja. Boah, überleg mal, wir hatten beide die zweite Ausbaustufe. Ja. Vier Strahlen, da wäre ja alles abgewesen. Disco. Ja, ich hatte zum Beispiel auch ein Upgrade für das MG mir geholt, aber das ist irgendwie nicht so krass. Man kann ein bisschen länger schießen, aber es kommt mir immer noch sehr, sehr kurz vor. Wieso hat er das jetzt hier? Weil er sich schon mal irgendwie im richtigen Moment noch gedreht hat oder die Animation war Unsterblichkeitsframe. Aber das ist auch eine richtig fiese Stelle hier. Glaube ich. Alles Terror Spikes unten. Also, ja, nein, keine Spikes. Ja, da habe ich nicht losgelassen, sondern ich bin irgendwie gegen das Ding gegen die Wand gefahren. Und hat mich runterplumpsen lassen. Völlig unfair. Darf man nämlich nicht hängen bleiben, weil dann kommt man unten gegen diesen Elektrizitätskack. Ja. Muss man also hier das kleine Fenster nutzen. Und hoffen. Das ist auch irgendwie mies gemacht. Das sieht man auch ganz schlecht beim ersten Mal. Ganz schnell passiert, glaube ich. Ja, man sieht ja nicht mal wie bei Mario die Möglichkeit, irgendwie runter zu gucken. Nee, und den Bildschirm ausschütten genau, und zu verschieben. Genau, da hast du einfach diesen festen Punkt. Aber die Roboter und Sachen gehen echt bei dieser Weckung dann auch recht schnell kaputt. Also auf Menschen braucht man damit fast nicht zu schießen, weil die halten davon auch richtig viel aus. Da waren übrigens mal 2 Kanonen da oben. Hat man jetzt leider nicht gesehen. Vielleicht hat man es gehört, aber... Oh, bin ich froh, dass das Spiel vorbei ist. Also, ich glaube, auch mein Hassprojekt schlecht gewesen. Ich hätte voll Bock, das nochmal zu zweit mit jemandem zu spielen, Digga. Auch nee, mit dir, aber ich weiß nicht, du bist der falsche Ansprechpartner mittlerweile, aber. Also, ich hatte auch mal eine Phase, wo es mir Spaß gemacht hatte, aber es ist halt einfach super bitter, wenn man weiß, man spielt jetzt hier das Level ein 10. Mal und man sappelt. Bis zum letzten Level. Ja, da bist du ohne, ich meine jetzt ohne sappeln. Einfach nur just for fun spielen, ohne Aufnahme.
Ja, das ist natürlich auch immer noch. Bloß halt als Let's Play war das wirklich ein Horrorspiel. Ja, natürlich, weil. Wir eine Stunde aufgenommen, labern uns den Mund fusselig. Folge zu haben, ey. Ja, richtig. Spiel. Also das war. und dann wird's nicht mal geschaut. Boah. Ach komm. Ja doch. Also. Ich habe jede Folge gesehen. Also, ich muss sagen, ist das beste Bionic Commando Let's Play auf der Welt. Ja. Klar. anderen Maßstab haben wir da auch nicht. Waren 6 Leben? Ich habe nicht. Ich glaube, es waren 6 Leben. Und jetzt habe ich dann jetzt auch schon keinen Bock mehr. Ja, du hast also alles weggeklickt. Scheißegal, das Haley, haben wir ja bei den anderen auch nicht anders. Das gemacht. Ist die Helikopterpilotin, die uns ja die ganze Zeit auf der Map auch begleitet hat. Die wurde jetzt gerade vom Albatros abgeschossen mit einer seiner Lenkraketen. Ist sie richtig tot? Ja, noch nicht. Noch redet sich hier so ein bisschen was rum und hat uns ein Upgrade geschenkt. Für den Raketen. Für die Bazooka, genau. Oh, und zwar können wir jetzt diese Bazooka lenken. Und das müssen wir jetzt gleich hier mit diesen Schaltern machen. Und flop. Genau. Aber jetzt ist sie tot, mittlerweile. Richtig verbrannt da, ne, Tomano. Ja, aber du hast nicht mal versucht, dir zu helfen, du Schwein. Doch, aber. Nee, dann war sie tot. Also, das war das. So, okay, das jetzt hier. Super. Albatros. Nee. Achso, sein Schiffi da. Okay. Nein, und das ist halt wie dieser Endboss. Und dann kommt diese Animation, das heißt, da muss man genau im richtigen Moment abwarten, wo man die Rakete schießt, dass man nicht getroffen wird. Aber und die nächste Salve einen auch nicht trifft. Boah, das ist ein fieses Zeitfenster und das Lenken von der Rakete finde ich gar nicht so einfach. Und das sieht man, diese von der Seite kommen, die entscheiden sich ganz, ganz spät, ob sie tief genau, ob sie nach oder ganz hochkommen. Oben ziehen oder. Und gerade wenn sie hochkommen, trifft er manchmal nicht. Ich verstehe das nicht. Habe ich also bis heute nicht ganz. Verstanden, man muss also im Grunde wieder hier losrennen, da liegt Haley auch. Hält er seinen linken Arm nach oben? Nee, der hält damit. Der hält ihn vorne fest, oder? Ja, genau. Okay. Oder siehst du rechts, meinst du rechts diese. Nein, alles gut. Aber. Ist ein schwerer Raketenwerfer. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich habe das irgendwie falsch gedeutet, wie da steht. Der Sternendeuter. Aber das, so muss sich das doch gehören, oder so hört sich das doch für einen Endboss-Fight, ne? So riesiges Gewitter im Hintergrund. Finde ich echt cool. Also ich fand auf dem höchsten Turm. Das Spiel fand ich aber auch grafisch, fand ich echt einen coolen Erlebnis. Muss man echt sagen. Das Sound war auch cool. Mal, wie spät die sich entscheiden, runterzugehen? So fies, ey. Und nein! Hat mich erwischt. Und schau mal, wie viel Schaden der mir gleich gibt. Das sind 3 Treffer davon. Und das macht auch nicht so viel Spaß, und man muss nämlich relativ früh deuten, wohin er fliegt. Und schon ein bisschen vorlaufen, weil sonst erwischt er einem in diesem Strahl. Und er ist auch vom Schaden-Output hat er sich auch gewaschen, wie alles hier natürlich. Wie oft musstest du hierher spielen, sag ich mal? Ich jetzt 15 Mal. Locker, ey. Ich kam dann auch irgendwann immer bis hierhin. Mal mit 2 Leben, mal mit 7 Leben. Aber, Aber der Boss hat nochmal richtig. Wie es eigentlich für einen Endboss gehört. Aber halt, wenn das Level bis zum Endboss so hart ist und wenn man anfangen darf, an Endboss ist, dann kriege ich Knüppel. Richtig, wir haben es vielleicht schon ein paar Mal angesprochen, das ist einfach der. Das ist der Kasus Knackus, Mann. Ja. Dieser lange, lange Weg bis dahin, der so eine krasse Bestrafung ist. Aber ist mir immer noch lieber als bei Lara Croft, wo es zu einfach ist. Wo im Singleplayer ist es ja, glaube ich, vielleicht gar nicht so. Nee, da sterben richtig so mit Level neu anfangen und Checkpoints. Ja, genau. Also es scheint nur mit 2. Und, Achtung! Ja! Alter, was ist das denn für eine Splatter-Szene? Das passt ja nun gar nicht ins Bild. Das war der einzige Grund, warum das Spiel ein M-Rating bekommen hat. Also Major in Amerika. Alter Schwede! Hast du ja nun mal gar nicht ins Gesamtbild. Boom! Ich fand die Slow Motion auch geil. Aber es ist immer noch nicht geschafft. Nein. Man könnte jetzt sagen, yeah! Ich mach kurz einen Freudentanz gleich hier. Aber dann merke ich, oh nein, da läuft die Zeit, ja. Wir müssen uns ja, beziehungsweise die Station, die fällt runter. Genau. Wie man links daran erkennen kann, wie wir immer mehr an Höhe verlieren. Und jetzt müssen wir halt einen Ausweg finden. Oh, oh. Aber einige haben mir vorhin ein paar gesehen, aber ich weiß, deswegen gehe ich auch gleich nach links. Ja.
Architektur, Mann. Ja, die Mucke. Aber die Mucke ist geil. Die zählt das auch schon. Und jetzt eigentlich, ich weiß nicht, hier könnte man bestimmt irgendwie ein bisschen fixer hochkommen. Mit Schwingen und so. Ach, das war's. Und hier denke ich, vielleicht kann ich hier schon irgendwie weiter, aber nein, wir müssen nach links. Und da ist eine Wand. So schön. Oh. Ja, und er hier ist Kaugummi-Automat. Optionaler Boss. Optionaler Boss. Den habe ich auch früher auf Mittel- oder auf normalen Schwierigkeitsgrad habe ich den auch gelegt. Bis ich mit Wilm zusammengespielt habe, dann haben wir es ja auch auf Mittel bis hierhin durchgespielt. Mhm. Und nachdem wir gemerkt haben, dass schwer einfach zu schwer ist. Und dann war ich mit ihm am Kämpfen. Oh ja. Also man kann einfach weiter rennen. Wie man sehen konnte. Wilm ist einfach weitergelaufen. Durch die Tür gegangen, genau. Und dann hat man es auch schon geschafft. Ah. Mission accomplished. I have Joe. Returning to base, man. Cowabunga. Die erzählen uns ja wohl nur eine Geschichte und so. Ja. Neue Ära. Und war es hier das Outro, ne? War es das wert? Hat es dich entschädigt für die ganzen Stunden in diesem Level? Also ich habe, nachdem ich den Boss gekämpft habe und da schon am Tanzen war, also den Boss geschlagen habe, war ich nur noch am Feiern innerlich. Ja. Also ich war richtig froh. Aber es ist ja auch irgendwie trotzdem bitter, wenn man sich voll den Arsch aufreißt und dann kriegt man irgendwie Schlusssequenz oder so. Bei dem Spiel erwartet man sich jetzt nicht davon mal ab. Ich spiele nie für die Schlusssequenzen. Also die interessieren mich nie so richtig. Ich weiß nicht, so ein Final Fantasy spielt man das nicht. Ja, ich könnte mir auch keinen anderen Grund vorstellen, das Spiel zu spielen. Aber damit stehe ich ein bisschen alleine. Aber, ich fand die Credits sind ganz niedlich, finde ich, wo man alle Character Models, alle Enemy Models nochmal sieht. Ja, rosa. So viel rosa und pink und so, ne? Ja, weil, ja, auch die auch. Ja, rosa, das ist ja, ganz schön. Und dann am Ende gleiten Joe und, wie heißt unser Typ nochmal? Karabanga Man. Bionic Man. Hangeln da zusammen an einem Parachute rum, Arm in Arm. Alles hier in rosa und dann so babyblau, ich weiß es nicht. Guck mal, was hat der da auch ein Kondom über den Kopf gezogen? Ja, nee. Wer war das denn? Ach, das war einer von unseren Leuten in diesem FSA. Ach, die Geschichte, die wir nie gezeigt haben. wir haben uns auch richtig Mühe gemacht, dann die Zwischenmissionen zwischendrin mal aufzunehmen, dass wir die mal an passender Stelle, also wenn man von diesen LKWs überfallen wird, und dann haben wir ja auch die Camps, wo eigentlich keine Action ist, sondern wo man nur ein paar Sachen einsammeln kann. Genau. Oder mit irgendwelchen Soldaten sprechen kann, ein paar NPCs. Die einzigen Passagen, die man auf First Try schafft. Ja, weil das, obwohl man da kann man sterben. Ja, aber. Die haben halt auch aufgenommen, aber haben dann doch nie Gelegenheit gesehen, das einzubringen. Ja. Die sind also auch schon alle dem Papierkorb zum Opfer gefallen. Oh ja. Wie so einiges. Ja, aber das ist echt schön, dass man das endlich dann, da fällt mir auch, das ist das, was mich gefreut hat. Ja, deswegen ich am Ende froh war, dass wir das Projekt abgeschlossen haben. Fast seit Start der Zockerzone. War mit eins der ersten überhaupt, ne? Mit eins der ersten überhaupt, so. Haben wir ein bisschen zu viel abgebissen, als dass wir hätten schlucken können, ne? Ja. Mit dem Schwierigkeitsgrad. Und jetzt ist es einfach geschafft und gezeigt und wir können uns weiterhin den Schuh anziehen, dass wir noch nie Let's Play abgebrochen haben. Immerhin. Ne? Also das ist auch nicht so. Ja, das ist schon für mich selten, muss man mal sagen. Ich hab keinen Vergleich. Oder auch die brechen alle ab. Ach, das ist doch alles fiese Typen. Das ist echt, ey. Aber was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Oh, wir haben nur noch eine Minute Zeit, Digga. Ja, also was ihr da gerade gesehen habt, war 100% Hoffi-Gameplay. Mir ging's nur so schlecht und dann haben wir gesagt, dass ich das gespielt habe, ne? Genau, damit ich mir nicht irgendwas habe, woran ich mich freuen kann noch. Nee, aber dann würde uns ja freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, Zockerzone spielt. Irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Bis dahin, Leute.